Hallo Leute, ich bin Lukas und heute geht's im Schüleraustausch.net Ratgeber darum, was ihr tun solltet, wenn euch die Schule im Ausland zu schwer ist. Viel Spaß! Nun, öfters hat man ja als Austauschschüler die Möglichkeit, schon vor offiziellem Schulbeginn einmal die Highschool zu besichtigen. Falls nicht, lernt ihr spätestens am ersten Schultag euren Guidance-Kanzler kennen. Der Guidance-Kanzler hat dabei im Bereich der Fächerwahl bzw. im Umwählen von Fächern für euch höchste Relevanz. Mein Guidance-Kanzler hatte sich bei meinem ersten Schultag mein deutsches Zeugnis angeguckt und mich dann meinen Noten entsprechend in sehr anspruchsvolle Kurse gesteckt. Da hatte ich dann Sachen wie AP Physics, also quasi ein Physik-Leistungskurs, neben vielen anderen arbeitsintensiven Fächern. Nach 2 Tagen habe ich mich dann dazu entschieden, dass ich mein Auslandsjahr nicht durch meine schulischen Leistungen definieren will, sondern dadurch, welche Erfahrungen ich mit meinen Mitschülern mache. Deshalb wählte ich dann 2 Tage nach Schulbeginn beim Guidance-Kanzler meine Fächer um. Ich konnte halt mit gutem Gewissen weniger anspruchsvolle Fächer wählen, da ich ja wusste, dass ich das Jahr sowieso in Deutschland nochmal wiederholen werde. Deshalb ist natürlich das der einfachste Weg, den ihr als Austauschschüler gehen könnt, wenn euch die Schule zu schwer ist. Geht zu eurem Guidance-Kanzler und teilt ihm mit, dass ihr eure Fächerkonstellation ändern möchtet. Er wird euch dann auch schon wie bei der ersten Wahl durch den Prozess führen und euch euren neuen Stundenplan ausdrucken. Aber damit es erst gar nicht so weit kommt, solltet ihr euch, bevor ihr eure Fächer wählt, fragen, ob ihr nun ein hohes Leistungsniveau einbringen wollt oder nicht und dann auch dementsprechend eure Fächer wählen. Ein kleiner Tipp für euch am Rande: Da das amerikanische Schulsystem zum Großteil sehr stark standardisiert ist, lassen sich im Internet großartige Lernhilfen finden, die euch wirklich weiterbringen. Eine zweite Methode, die damit auch so ein bisschen verbunden ist, ist natürlich auch, wie wir sie hier in Deutschland kennen, die gute alte Nachhilfe. Wenn ihr nett fragt, erklären sich sicher eure Gastfamilie oder eure Freunde dazu bereit, euch, dem Austauschschüler, ein wenig Nachhilfe zu geben. Wenn ihr Gastgeschwister in eurem Alter habt, kann euch das auch sehr zugutekommen, da sie euch näher am Stoff beraten können. Falls euer Coordinator dann aber merkt, dass eure Noten nicht so gut sind, wie ihr hofft, dann wird er das Gespräch mit euch suchen und versuchen, das Problem zu lösen. Meiner Erfahrung nach ist es aber in Amerika echt nicht schwer, mit der hauptteilig freien Fächerwahl akzeptable Noten zu bekommen. Im Endeffekt werden von euch keine riesigen intellektuellen Leistungen abverlangt, sondern wenn ihr euch nur ein bisschen Mühe gebt, eure Hausaufgaben macht und für Tests lernt, dann kann doch eigentlich gar nichts schief gehen. Also zusammengefasst, der Guidance-Kanzler ist für die Fächerwahl zuständig und bei ihm könnt ihr dann im Nachhinein eure Fächer, wenn es denn sein muss, auch noch ändern. Ein anderer Weg wäre dann, dass ihr euch von eurer Gastfamilie oder euren Freunden natürlich ein bisschen Nachhilfe geben lasst oder dass ihr einfach im Internet diese großartigen Lernhilfen mal anschaut, die es zu diesen ganzen standardisierten Inhalten des amerikanischen Unterrichts gibt. Schlussendlich gibt es dann aber immer noch euren Coordinator, der, falls es hart auf hart kommt, immer noch versuchen wird, mit euch das Problem zu lösen. Nun, ich hoffe wie immer, dass das Video hilfreich war. Falls es euch gefallen hat, lasst unten einen Daumen nach oben da und checkt den Schüleraustausch-Ratgeber-Kanal ab, wo wir noch viele weitere hilfreiche Videos haben. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao!